Die Altmark und der Elbhavewinkel. Hier lässt es sich leben. Ich bin Inga Steinmetzer, bin hier in der Altmark groß geworden, hatte eine wirklich tolle Kindheit hier und das wünscht man sich natürlich für seine Kinder auch. Deswegen haben wir uns entschlossen, hier in meine Heimat zurückzuziehen. Wir sind letztes Jahr aus Berlin aufs Land gezogen. Und ja, wir lieben die Ruhe hier, die Natur und vor allem, dass unser Sohn hier frei im Garten spielen kann. Wir stehen heute hier auf dem Grundstück der Familie Papke in Beuster im Norden der Altmark. Und es ist so, dass diese Familie ein Glücksfall für uns ist, weil nämlich diese Familie zurückgekehrt ist bzw. wieder nach Hause gekommen ist aus dem fernen Berlin. Wir merken seit einigen Jahren, dass immer mehr, gerade auch junge Familien, größeren Wert auf Lebensqualität, auf Familienfreundlichkeit, auf Naturverbundenheit und so weiter legen und deshalb überlegen, ob sie es dem Großstadtleben oder dem Stadtleben entfliehen und sich auf dem Lande eben eine neue Zukunft schaffen. Das Portal Luxus der Lehre hat uns dabei sehr gut geholfen, weil wir so ein Objekt finden konnten, was in der Nähe meiner Eltern liegt, was uns natürlich sehr wichtig war. Das Objekt passt super zu uns und wir sind jetzt schon dabei, den letzten Feinschliff zu realisieren. Mein Name ist Annegret Schwarz, ich bin Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Bismarck-Altmark. Und bei Altmark kommen wir zu der Region, die eine der schönsten Regionen im Norden von Sachsen-Anhalt ist. Wir liegen sehr zentral, wir sind sehr flaches Land, aber alle wichtigen Städte, großen Städte wie Berlin, Hamburg, Rostock, Magdeburg, kann man von uns aus super und optimal erreichen. Der Kern von Luxus der Lehre liegt darin, dass wir als Kommunen gemeinsam eine Plattform geschaffen haben, in der wir unsere leerstehenden Immobilien anbieten und den Menschen zeigen, hier kann man leben, hier kann man sich was aufbauen, hier kann man Zukunft gestalten mit viel Platz zur Entfaltung. Besonders schön ist, dass ich hier im Hofladen meine Lebensmittel regional einkaufen kann, sogar den Landwirt dahinter kenne, was mir in Berlin natürlich so nicht möglich war. Unsere Region zeichnet vor allen Dingen aus, dass wir viele junge Unternehmen begrüßen dürfen, die sich in neuen Sektoren ansiedeln, gründen und das auch vor allen Dingen im Bereich der kreativen Sektoren. Aber das ist nicht alles, was wir bieten. Denn über das Projekt Luxus der Lehre arbeiten wir Kommunen in unserer ganzen Vielfalt zusammen. Und das Positive dabei ist, dass aus diesem einen Projekt viele Einzelprojekte für die Region Altmark entstehen. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Arbeitsplätzegewinnung. Dadurch, dass wir Immobilien oder Grundstücke anbieten, können wir natürlich Leute hier für unsere Region gewinnen, die zu uns passen, die uns ergänzen, die Arbeitsplätze besitzen, die vielleicht in unserer Region gerade fehlen. Jeder andere, der natürlich in unsere Region kommt, egal ob bei einem Handwerksbetrieb arbeitet oder als Akademiker herkommt, stärkt unseren Standort und ist natürlich für uns ein Zugewinn. Und wenn er dazu natürlich noch dann hier seine Traumimmobilie findet, ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte und ich glaube im klassischen Sinne natürlich eine Win-Win-Sache. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das alles so gut klappt und wir hier so schnell glücklich sind, oder? Ja, es ist eigentlich total einfach, hier Fuß zu fassen. Man muss sich nur trauen und neue Wege ausprobieren. Komm vorbei und lerne unsere Region kennen. Die Altmark und der Elbhavewinkel. Hier lässt es sich leben.